Die Maske sitzt und das Set steht. Auf dem heutigen Drehplan 2 Folgen Tiervermittlung mit Claudia Ludwig. Jetzt fehlen nur noch die Mikros. Claudia Ludwig und ihr Gast Bernd Schinzel werden noch schnell vom Tonmann verkabelt, bevor es die letzten Anweisungen vom Regisseur gibt. Aber ein ganz besonderer Gast fehlt noch, der erste Hund. So, Bumba! Bumba! Soll ich jetzt ein Pfötchen kriegen, wusste ich. Und so sieht das Ganze dann in der Sendung aus. Herzlich willkommen zu Tiervermittlung mit Claudia Ludwig auf tiervision.de. Heute sind wir zu Gast im größten Tierheim von Nordrhein-Westfalen. Tierheimleiter Bernd Schinzel steht mir zur Seite. Und das ist euer kleinster im Moment, der Pumba, der sich hier ganz kindisch benimmt und ein ganz lieber Kerl ist. Machen wir noch eine. Okay. Machen wir das Gleiche nochmal. Das Gleiche nochmal, wobei ich die schon nehmen kann. Liebe Zuschauer, hinter diesem Hund ist die Moderatorin. Die Anmoderation ist schon mal im Kasten und die Stimmung am Set ausgelassen. Bei einem Dreh mit Tieren müssen die Kameramänner übrigens auf ihre Technik ganz besonders aufpassen. Aber wer kann so treuen Hundeaugen schon böse sein? Das erste Tier ist abgedreht. Ganz schön haarige Angelegenheit, oder? Die Antwort ist zufrieden mit ihr alleine. Also der erste Hund hier. Ich bringe es wieder in den gleichen Zwinger, wo ich ihn geholt habe. Zauberhaftes Kerlchen, okay. Aber hart natürlich auch ein bisschen. Da ist hier natürlich schon immer so ein bisschen eingezaubert. Das kriege ich jetzt gar nicht alles weg. Ein Fall für die Maske. Apropos, wie viele Outfits hat man eigentlich bei so einem Dreh dabei? Eins. Eigentlich pro Sendung habe ich ein Outfit. Das heißt, nachher ziehe ich mich um. Und in der Sendung ist man halt immer ein bisschen eingesetzt. Und wenn ich nach Hause komme nach so einem Tag, dann muss ich mich als erstes mal bei mir zu Hause auf den Teppich legen und dann kommen meine Hunde und lesen alles, was sie da an Gerüchen haben. Und dann bin ich natürlich so interessant für sie wie sonst nie. Und das muss dann immer erstmal alles abgeschnuppert werden. Eben der ganz normale Arbeitsalltag von Claudia Ludwig. Aber weiter geht's. Schließlich müssen noch ein Dutzend Hunde, etliche Katzen und ein paar Kleintiere für die 2 Sendungen aufgezeichnet werden. Seit über 20 Jahren moderiert Claudia Ludwig. Ist man da eigentlich noch aufgeregt? Nein, ich bin nicht aufgeregt. Ich bin aber auch, das hat auch nichts mit Großroutine oder so zu tun. Ich war nie aufgeregt. Also ich war auch als Anfängerin, hielt sich bei mir das, was anderen ja den Beruf versaut, so ganz doll Lampenfieber zu haben, das hält sich bei mir in Grenzen und das war schon immer so. Was anderes ist eher so, wenn man irgendwo dreht in der Stadt oder in einer Fußgängerzone oder in einer Halle mit Publikum, also wenn dann irgendwie da noch so 200 Leute vor einem sitzen, dann bin ich vielleicht eher mal aufgeregt, aber auch nicht sehr. Also das war für mich nie ein Problem. Was nicht heißt, dass es mich nicht mehr interessiert oder aufregt. Also ich bin aufgeregt, weil ich mich freue auf die Tiere und ich interessiere mich wirklich für jedes einzelne Tier noch genauso wie vor 20 Jahren. Ihre Faszination für die Tiere hat sich Claudia Ludwig über all die Jahre hinweg bewahrt. Und im Umgang mit ihnen hat sie so ihre ganz persönlichen Tricks. Ich finde es immer wieder irre und deswegen wird mir das halt auch mit dem Hund nicht langweilig, wie die sich auch bei so einer Vorstellung verändern. Also kommt einer rein, ist total ängstlich und tut Gott weiß was und am Ende entspannt er sich immer mehr. Ich mache auch manchmal Telekom Touch, dass ich die so wirklich an bestimmten Stellen so massiere und manche bei manchen Wirtes, die kommen dann schon, die entspannen sich und lassen dann locker und sie jetzt dachte dann, ach, ich kann doch nochmal schnell aufs Sofa springen. Also wie die sich dann auch in so einer Begegnung und Vorstellung verändern und dann nochmal irgendwie kleine Individualitäten zeigen, das finde ich immer wieder total spannend. Bei einem Tierheimdreh eigentlich immer an Claudia Ludwigs Seite Maskenbildnerin Kiki, mit der die Moderatorin eine besondere Beziehung verbindet. Ich meine, mit der Maskenbildnerin oder dem Maskenbildner hat man natürlich schon immer ein besonderes Verhältnis, auch ein Vertrauensverhältnis. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn man sich da nicht sympathisch wäre. Ist, glaube ich, für beide Seiten unangenehm. Dann, komisches Gefühl. Ist natürlich mitunter so. Wir fassen uns ja auch an. Ja. Aber wir sind uns auch sympathisch. Wir sind uns auch schon. Kann nichts schief gehen.
Und es dauert auch nicht lange, bis Kiki wieder ihren nächsten Einsatz hat. Ich muss noch mal eben, ich brauche natürlich schon besser, aber auch eine Maskenbildnerin immer, weil ich ja auch relativ viel abgeleckt werde während so einer Sendung. Regen sich ja auch manche Leute auf, also ich habe auch oft schon Zuschauerpost bekommen, die das blöd finden und ist ja auch ein schlechtes Beispiel für die Kinder und so weiter. Aber ich muss sagen, auch meine Kinder, da hat keiner irgendwelche Hautausschläge oder Probleme und die sind von klein auf immer mal abgeleckt worden. Und ich will natürlich auch den Zuschauern und Interessenten zeigen, ob ein Tier einfach freundlich ist und dass ich keine Angst vor dem Tier haben muss und dass auch jemand anders keine Angst haben muss. Und außerdem ist das natürlich auch so ein Zärtlichkeitsaustausch. Und wenn ich Tiere befummel und schmuse, dann finde ich, müssen die auch mal mir, wie das halt Hunde machen, die würden sich so über die Lefzen lecken und das ist dann halt bei mir so über die Seite. Also da stirbt auch keiner dran. Und an den Haaren auch nicht. Da brauchen wir ja schon eine große Fusselbürste, oder? Ja, ja, genau. Und die haben wir vergessen. Profis unterwegs. Profis unterwegs. Wir haben die Fusselbürste vergessen. So trägt man doch Pelz. Ja, genau. So trägt man Pelz. Genau. Nur so. Ausschließlich so. Mir hat einmal ein Papagei, bevor die Sendung losging, hat er mir einen Knopf hier abgebissen an der Bluse. Und daraufhin hat mir ein Zuschauer aus Ostdeutschland einen Knopf geschickt. Das fand ich total klasse. Ein älterer Mann hat mir dann einen Knopf geschickt. Ja. So, die Welpen. Du hast den Rüden mit dem blauen Hals, mein Geld. Wir schon wieder, ihr wart ja hier schon mal. Der Hundevermittlungsteil mit Bernd Schinzel ist jetzt im Kasten. Und wie war's? Es ist einfach immer spaßig, entspannt und sie ist authentisch. Ich kenne sie schon seit weit über 20 Jahren durch die Fernsehsendung. Und ja, es ist einfach immer wieder ein Highlight, auch im Leben. Nicht nur berufstechnisch, sondern es macht einfach Freude, mit ihr zu arbeiten. Aber mit der Sendung ist für heute noch längst nicht Schluss. Weiter geht's ins Katzenhaus. Denn da warten schon ganz viele Fellnasen sehnsüchtig auf ihre Vorstellung. Immer so, wenn man in Katzenhäusern dreht oder nicht nur in Katzenhäusern, überhaupt im Tierheim, es werden dann mitunter mehr Tiere, als man eigentlich vorgehabt hatte. Und das passiert uns heute jetzt eigentlich fast in jedem Zimmer, dass man geht und irgendeine Katze kommt noch und sagt, ihr habt uns vergessen und ich bin auch noch so toll. Und dann kann man auch mal ein Auge zudrücken und sagen, okay, dann nehmen wir die noch. Und das haben wir jetzt hier mehrmals gemacht. Eine der nächsten Interviewpartnerinnen von Claudia Ludwig ist Sandra Kamann. Die Kleintierexpertin im Tierheim Köln-Delbrück. Und aufgeregt? Ja, auf jeden Fall, weil das macht man ja nicht jeden Tag. Und aber wenn es halt für die Tiere hilft, dass sie ein neues Zuhause kriegen, dann muss man da halt eben Zähne zusammenbeißen und durch. Nach 10 Stunden fällt dann endlich die letzte Klappe. Aber bei Claudia Ludwig noch keine Spur von Müdigkeit. Das Gegenteil ist eher der Fall. Die Moderatorin hat immer noch nicht genug von ihrem Job. So, jetzt haben wir doch alles im Kasten. Ja, das war mein letzter Vierbeiner. Heute war ein anstrengender Tag hier im Tierheim Köln-Delbrück, aber wunderschön. Ich habe es genossen und ich habe wieder so viele tolle Tiere kennengelernt. Zum Beispiel der hier, das ist wirklich die coolste Ratte, die man sich vorstellen kann. Hat alles ganz süß mitgemacht. So, mit dir konnte ich jetzt einen prima Hinweis machen. Du süßer Kerl, du Wuseliger, jetzt darfst du wieder in deine Hängematte. Ja, wunderbar. War klasse, wie die Tiere mitgemacht haben und natürlich auch die Tierpfleger und Mitarbeiter hier im Tierheim von Köln-Delbrück. Das ist immer wieder eine große Freude, mit denen zusammenzuarbeiten. Und ist zwar ein langer Tag gewesen und durchaus auch anstrengend, aber macht super Spaß. Und ich könnte eigentlich noch ein bisschen weitermachen, ne, mit so niedlichen wie du. Wichtig ist jetzt halt nur, dass es auch sich rumspricht, dass viele Leute das gucken und anklicken, dass es weitererzählt wird und dass die Tierschützer auch insofern was davon haben und profitieren, als dass ihr Tierheim doch ein bisschen gelehrt wird, nachdem unsere Sendung im Internet steht. Und dass auch du, kleiner Wusel, was findest. In diesem Sinne, bis zur nächsten Sendung.